Stefan, da hast du ein richtiges Schätzchen hier. Das ist ein 215er, aber der sieht so neu aus. Ich zeige euch mal ein Beispiel, wo ihr sehen könnt, dass der wahrscheinlich immer in der Garage stand. Nämlich hier vorne, da siehst du hier dieser Aufklebersatz. Und wenn der draußen steht, dann geht der kaputt nach einer Zeit. Dann gehen erst die kleinen Buchstaben kaputt und dann gehen die großen Buchstaben kaputt. Wenn man die neu macht, dann sieht man das, weil du kriegst sie nicht mehr hundertprozentig darüber geklebt. Aber diese Aufkleber sind noch original. Das ist wirklich, also der ist vom Feinsten, oder? Ja, so sieht er rundum aus, ne? Also die einzige Stelle, die wir immer mal nacharbeiten bei den Fahrzeugen, ist oben oberhalb von der Frontscheibe, das Schwarze. Das kann man entweder mal lackieren irgendwann, dass es immer schwarz bleibt. Und ansonsten kann man es jetzt einmal anschleifen. Das ist bei den neuen Weiß jetzt. Hast du gesehen? Also ich krieg jetzt frisch jetzt, ja. Ganz frisch. Aber ich finde es trotzdem noch cool mit dem Schwarz. Ich muss sagen, mir gefällt es gut, ja. Ich krieg ja jetzt demnächst meinen neuen Morelo am 3. Oktober 2022, ein Loftliner mit weißem Oberteil. Aber ich muss sagen, mein erster war ja ein 78 FX, der war mal nicht so breit. Der ist 2,50 breit. Ja, der hier auch. Stefan Buhr, du bist von Wohnwagen Vogt, der Geschäftsführer. Ja, richtig. Du bist noch recht jung, zweite Generation. Der Papa arbeitet noch mit? Oder ab und zu. Ab und zu, wenn ich ihn frage, kommt er, hilft, aber eher selten, ja. Oh, der ist jetzt quasi Rentner, so muss man sagen. Er hat es verdient? Der ist jetzt Rentner, er hat es verdient auf jeden Fall. Nach über 45 Jahren Arbeiten hat man das definitiv verdient. Ihr habt 60 Mitarbeiter, mehrere Meister in der Werkstatt mit drin. Du bist offizieller Morelo Servicepartner, das heißt, wenn irgendwas drin ist mit Garantien und so weiter. Deswegen hast du auch immer wieder viele Morelos. Der kommt aus Belgien. Genau. Und eigentlich hätte er erst zwei Vorbesitzer, denn genau. Der hat eine tolle Geschichte. Den hast du vor 3 Monaten verkauft und derjenige hat meine Videos geguckt und hat nach 3 Monaten einen neuen gekauft. Genau, und den hat er aber auch schon aufgrund des Videos gekauft, ja. Also der guckte mal meine Videos. Schönen Gruß, Vorname. Ja, hallo Günther, schönen Gruß. Ne? Ja, das ist das Auto von Günther. Jetzt steht er wieder hier und man muss sagen, auch der Günther hat ihn sehr gepflegt, oder? Ja, absolut. Ne? Und wir können jetzt überall rundherum sehen. Der ist wirklich ein Wagen, der in so einem Zustand ist, das haben wir selten. Ich zeige euch mal so Kleinigkeiten. Die sind immer ausgeblichen. Und das geht hier wirklich problemlos. Ich meine, das sind 2,15er. Ja. Ich habe schon 2,19er gesehen, die waren mehr ausgeblichen. Wenn die nämlich draußen in der Sonne stehen, das hier ist wahrscheinlich ein Garagenwagen. Das ist ein Garagenwagen, genau, ja. Dann siehst du hier auch das. Die Teile bleichen auch mal gerne aus, die lackiert sind. Da ist nichts nachlackiert, oder? Nein, da ist nichts nachlackiert bei dem Wagen. So, der hat Alus mit drauf, hat jetzt nicht die ganz breite Achse vorne, aber der ist ja auch 2,50 breit. Der hat wahrscheinlich schon eine Verbreiterung drauf. Ja, der ist 2,50 breit, das sehen wir hier an der Stelle ganz gut, ja. So, du siehst es hier vorne, das Ganze steht auf dem Iveco Daily. Wir gucken mal gerade drauf, 216.900 Euro, 9,23 Meter, 2,50 Meter Breite, Stehhöhe 2,10 Meter. Ja. Ja, ja, alles korrekt bisher. So, und ich guck mal gerade, und die Zuladung 1,49 Tonnen. Ja, was reicht die Zuladung bei einem? Das war früher so, muss man sagen, hatten die Fahrzeuge mehr Zuladung. Das ist so. Also der gleiche, praktisch 9,20 Meter, hätte heute nicht mehr die Zuladung. Ja, ich bin den Wagen jetzt nicht über die Waage gefahren, ob da noch 200 Kilo noch mehr sind, aber es ist auf jeden Fall ausreichend. Zuladung ohne Ende beim 7,5 Tonner. So, hier vorne hast du dann ganz viele Klappen. Ja. Da ist wahrscheinlich die Durchreiche. Sophie hat sich nicht erinnert, von vorn nach hinten. Hier siehst du auch was Schönes. Detail, das kommt noch mit. Das sieht aus wie die Verbreiterung. Das ist genau von den Ursprungsfelgen eben. Und das lassen wir einfach dabei. Ne? So, also große Garage. Du kannst durchladen von vorn nach hinten. Ja. Hat er einen Gastank? Was? Gastank, ja. Gastank hat er. Vorne den Einfüllstutzen. Da ist nämlich der Gaskasten. Da brauchst du natürlich nur noch kleine Flaschen. Aber da würden 11 Kilo auch reingehen, oder? 11 Kilo rein, aber mit dem Gastank. Brauchst du es nicht mehr. Ja, hier ist der Umschalter für den Gastank. So, Gastank mit drin. Da ist einmal Stauraumfach. Okay. Dann können wir die Gastank mal kurz, ich weiß nicht, ob du so tief runterkommst. Da. Also ganz wichtig bei so älteren Fahrzeugen, er riecht gut. Also das ist mir eben aufgefallen, das könnte in, was ist das hier, in 70 Liter? 100 Liter, man weiß es nicht. 80 Liter. Das können auch 100 sein. Gut, das ist super breit der hier, ne? Ja. Alles ist hier ein bisschen breiter bei dem Fahrzeug. Also 2,50 Meter werden wir gleich im Innenraum sehen. Der ist irre, irre groß. Er hat eine Alde mit drin, Festtanks, Spülfunktion hier mit drin, eine Außendusche ist hier mit drin. Mhm. Okay. Ich glaube, jetzt werden wir es schaffen mit der Zeit ein bisschen. Dieses Mal schaffen wir es, ja. So, er hat die Abtropfrinne von Alde mit dabei. Das wichtigste Element von allen. Und er hat sogar den Tankstutzen hat er beklebt, damit der nicht vergilbt. Hast du gesehen? Das ist ja ein nettes Detail, weil der wird immer ganz gelb. Ich weiß nicht, ob das so beabsichtigt war, aber ich
glaube, wir werden sowieso einen neuen Tankstutzen mal reinmachen dann, ne? Okay. So. Doch, er hat einen Schaden, ne? Er hat einen Schaden. Da ist er hängen geblieben. Die Begrenzungsleuchte hat er getroffen, ja. Die machst du neu. Die ist mir übrigens auch schon mal passiert. In der Baustelle triffst du die. Ja, die hier, die war auf Kundenwunsch sowieso angebaut worden, dass er extra breit ist, dass man schön sieht von vorne vom Spiegel, wo die Begrenzung vom Fahrzeug ist. Okay, so, dann elektrische Türen hinten. Und das Heck übrigens ist hier, dass wir das mal sehen mit Anhängerkupplung, da kommen wir gleich drauf. Und große Garage. Ja, super breit die Garage hier. Da kannst du, glaube ich, sogar ein kleines Quad einladen, je nachdem, was für ein Hersteller das ist. Das ist riesig, das hier. Das ist irre. Er riecht gut. Mhm. Also das gefällt mir, weil du hast bei vielen Autos hast du so einen interessanten Duft, würde ich mal sagen. Ihr macht ja keine große Ozonbehandlung erstmal zunächst bei den Autos. Nein, nur in Extremfällen. Also wir haben Ozongerät, aber das benutzen wir einmal im Monat vielleicht. Ja, das ist bei extremen Fällen oft ist es so. Nasser Hund oder sowas, ne? Das ist so, was man kaum rausbekommt an Geruch. So, und das greift nämlich auch die Kunststoffmaterialien an. Hier oben siehst du, also das ist ein Garagenwagen. Ich kenne alle Teile, die vergilben können bei so einem Fahrzeug. Und wichtig ist, viele fahren ja auch im Winter nicht. Also das merkst du bei vielen Autos, wenn da kein Salz oder sowas dran ist. Auch hier wieder Garage, Wagenheber ist mit drin, die wichtigsten Teile. Den darf ich fahren mit dem alten Dreier? Mit dem alten Dreier-Führerschein oder jetzt C1 für die, die nach 2099 den Führerschein gemacht haben. Die brauchen C1 und ansonsten der alte Dreier. So, LED-Beleuchtung, Markisen. Kurbel ist mit dran. Ich nehme an, die ist elektrisch. Ist die elektrisch, Markise. Ja. Elektrische. Notkurbel, Außengasanschluss hat er. Hier hast du Elektrik. Genau. Gut, kennt man ja. Batterie-Hauptschalter. Ich habe das nochmal in jedem Video, wo wir hier einmal reinschauen. So, das sieht aus wie Master Volt. Ja. Sehen wir aber gleich mal innen. Und wieder mal Stauraum pur. Palace. Also typischer Palace-Grundriss. Die große Aufbautür von Rhein Composite. Aus der Feuerwehrtechnik. Und dann sehen wir mal rein. Weißes Leder ist mit drin. Also, der hat hier nicht lange gestanden, als wir das letzte Video gemacht hatten. Nein, da war er direkt weg. Der war super schnell weg gewesen, der Wagen, ja. Also 2,50 Meter Aufbaubreite. Was mich fasziniert, ist diese hohe Zuladung, trotz 2,50. Also das ist schon beeindruckend. Aber wie gesagt, du fährst hier mal auf die Waage. Ja, genau. Dass wir das mal sehen. Und dann siehst du hier an der Seite, das hat der 78FX, hatte das auch an der Stelle. Da war der Fernseher dran mit dem Bose-Teil. Ja. Das ist ziemlich cool. Das ist dem 78er geschuldet. Dann unten auch ein helles Bodenbelagsmuster. Hubstützenanlage natürlich mit eingebaut. Der ist richtig voll, oder? Ja, ich mache uns mal die Lichter an und Wechselrichter habe ich mal geguckt. Das war die kurze Phase, die wir hier von dem Vaico-Gerät hatten. Ob du das Gerät kennst, das ist ein spezielles Vaico-Gerät. Muss man hinten mal nachher suchen, wo es eingebaut ist. Also es ist kein Master Volt, es ist ein Vaico-Gerät. Ein Vaico drin, ja. Okay. So, meinst du, wir kriegen die an? Ja. Mach mal, probier mal. Denn es ist so heiß, dass wir kaum filmen können im Moment. Und wer hätte das gedacht? Wir filmen heute am 13. September 2022. Ah, die 250, das ist schon... Müssen wir erstmal die Fernbedienung finden. Fernbedienung finden, dann machen wir ihn an. Da, guck mal da drin. Boah, hat der viele Fernbedienungen. Das haben die aber alle. Da ist sie. So, ist auch rot. Hast wahrscheinlich das Glück. So, Wechselrichter an. Remote Control. Zeig mal gerade, da vorne ist der Wechselrichter. Ja. So, Sleep Mode on off. Den hast du da mit drin. Aber wir haben hier gefühlte 34 Grad drin. Alte Heizung ist mit drin. Und das CBE-Panel. Das ist schon das. Können wir die ja über den Wechselrichter laufen lassen? Na, blöde Frage, hatten die 2,15 das Panel schon drin? Da hatten die doch das LED-Panel drin. Ist das neu? Kann das sein? Das kann sein, dass das ja schon nachgerüstet wurde, aber gute Frage. Also hast du Oberschränke mit einem Hubbett mit drin. Mhm. Das ist natürlich auch noch eine Option mehr. Dann hast du hier vorne die 2,50 Breite. Warte mal, wenn du mal kurz zurück ist nach hinten, bitte. Ja. Mach mal, Stefan, bitte. Geh mal kurz nach hinten. Ja. Dass wir einmal reinfilmen können, dass ihr mal das Raumgefühl hier drin seht. Das ist ein richtig großes Fahrzeug. Und die 2,50 Breite wird heutzutage von vielen nicht empfohlen, weil die sagen, er wird zu schwer.
Ist so, aber ich denke, bei der Zuladung, das ist schon phänomenal. Also ich merke eher, wenn ich 2,50 Meter breite Wagen habe, und dann ist die Resonanz noch viel größer, weil die Leute, die verbringen ja oftmals ein halbes Jahr in so einem Fahrzeug und dann merkst du einfach die 2,50 Meter. So, hier ist er. Lass mal kurz gucken. Also, die 8-Gang ZF ist schon drin. Lenkrad ist abnehmbar. Das kann ich schon sehen. Ja, ist abnehmbar. Er hat die Luftschwingsitze mit eingebaut. Mhm. Also, der, ich denke mal, der war teuer, oder, damals? Ja, klar. Ne? Heute natürlich noch viel, viel teurer. Aber das ist eben ein Wagen, der macht noch seine 20 Jahre, ne? Du riechst nichts. Also ich kann nicht wirklich sagen, wenn er das Auto kauft, er hat keinen Eigengeruch. Er riecht immer noch nach Leder. Und das ist, glaube ich, was ganz Wichtiges, was du hier bei den Autos hast. Dann ist auch immer die Frage, wie pfleglich die Leute damit umgehen. Das Alpine Navi ist mit drin. Da hat er Vollluftfeder hier hinten. Also das sieht man in der Fernbedienung, die unten dran ist. Er hat, gut, Active Air, weiß nicht, ob es das schon gab, 2015? Nein, das hat er nicht. Nee. Gut, aber ansonsten hat er alles. Klimaanlage ist mit drin. Okay. So, du gibst ein Jahr Garantie. Das bedeutet auf alles. Natürlich, auf alles. Klimaanlage, Fernseher, Fahrzeug. Wie geht das, wenn da jetzt irgendwas Schlimmes kaputt geht? Du kriegst jetzt einen Motorschaden. Hast du dich selber nochmal abgesichert? Hast du eine Zwischenversicherung, eine Rückversicherung? Manchmal geht es ja, aber manchmal geht es auch nicht. Ne? Also da musst du das übernehmen. Zur Hälfte der Fälle müssen wir das komplett übernehmen und das ist eben unser Risiko. Das ist aber da ein Preis mit drin quasi. Ja, natürlich, klar. Das ist eben der Vorteil, wenn man beim Händler kauft, dass man da eben die Absicherung hat. Und ich kann euch eins versprechen, du kaufst im Moment solche Fahrzeuge nicht für den halben Preis, sondern die Gebrauchtwagenpreise sind hoch im Moment. Ja, das ist sehr, sehr hoch und ich habe das Gefühl, das wird noch höher gehen, wenn du siehst, wo die Neufahrzeuge hingelangen. Boah, ist das schön. Ja, also das ist, hier siehst du die Breite ja extrem an dem Bett, ne? Was für ein, als wenn das Bett auch überdimensional groß wäre, dann so breit das Ganze. Du dich mal draufsetzen, nur vorne auf die Kante, mal als Vergleich, du bist 1,85. Bisschen verloren aus hier drauf, ne? Das ist echt ein Riesenbett. Dann hast du vorne das Hubbett mit drin, Fernseher ist hier nochmal mit drin. Genau. Ein schönes Auto. Ja. Wenn die Leute dann sagen, naja, da habe ich ja damals, hätte ich ja einen neu gekauft, die haben keinen Configurier 2,15. Also da ein Palace mit 2,50, der größten Ausstattung, über 9 Meter Länge, der hat damals seinen Preis gehabt, oder? Da bist du auch schon auf 300.000 gekommen und mittlerweile, ich glaube, jeder, der sich interessiert dafür und das mal nachrechnet. Aber in dem Zustand muss man auch sagen. Ja, jenseits der 400.000 eben jetzt. So, also den Grundriss kenne ich. Der hat nämlich hier zwei Kleiderschränke. Mhm. Der ist einmal hier. Zwei Riesenkleiderschränke, beleuchtet innen. Das war übrigens auch extra, die Beleuchtung damals. Wahrscheinlich über ein Kreuz gemacht, wo es ging. Dann Waschtisch. Natürlich im Vergleich zu den neuen ist der Waschtisch ein bisschen barock, muss man sagen, aber es gibt viele, denen gefällt genau das. Ja, ich sag mal, das ist vielleicht die Form, die du jetzt als barock bezeichnest, die Oberfläche, das höre ich immer wieder als Feedback, oh, endlich mal einer, der dunkle Oberflächen hat. Also auch bei der Küche genau das Gleiche, war hier schon ein Argument, als man ihn schon mal verkauft hat in dem Wagen. Riesendusche, das ist also auch sensationell und dann auch die Stehhöhe, wir haben 2,10 Meter Stehhöhe in einem Auto, das sieht man hier bei dir. Also du hast wirklich viel Platz. Toilette ist dediziert, das heißt, du kannst dein Geschäft ganz alleine machen. Geh mal bitte rein und setz dich mal aufs Klo. Sagen wir mal, bestellen wir mal beim Naredo, dass du den Raum geschlossen hast. Möchten viele haben, wissen eigentlich erst Leute, die schon mal so ein Fahrzeug hatten. Ich krieg jetzt ein geschlossenes, das nennt sich Komfortbad. Genau, das Komfortbad. Und das wird meist nur bestellt von Leuten, die das schon mal hatten und eben merken, das ist schon besser, wenn man hier einen geschlossenen Raum hat. So, also du kannst hier dein Geschäft machen ganz alleine. Hier ist eine Popodusche mit dabei. Ja, genau. Die ist auch mit eingebaut. Dann eine magnetische Tür. Das ist auch was Tolles. Ja. Die zieht sich automatisch zu, ganz leise. Muss also hier gar nichts groß machen. Also Kleiderschränke 1, 2 große Kleiderschränke, 3. Hier vorne ist noch einer. Das ist ja sensationell. Also hier oben nochmal, also 3 Kleiderschränke. Und natürlich die Tür, die du einfach zentral zumachen kannst, mit großem Spiegel mit dabei. Stefan, wenn man den haben möchte, er steht tatsächlich zum Verkauf, inklusive dem großen Tedford Tower, der mit drin ist, dem ich ja immer noch eine Träne nachweine. Wahrscheinlich kriege ich als Strafe irgendwann mal in den neuen Fahrzeugen einen alten Tedford Tower eingebaut von den Leuten. Dometic, sorry, ich nehme alles zurück, Dometic Tower und genau den hatte ich im ersten 78 FX drin. Ich habe ihn geliebt, weil er einfach ein gutes Stück nochmal größer ist. Ja, das ist der
Oder wir müssen irgendwann deinen Kühlschrank auf einen Kompressor umbauen. Ne? Dann machen wir einen schönen großen Kompressorkühlschrank rein. Ist ja auch gerne mal gewollt. Stehe ich ja gar nicht so drauf, weil die lauter sind. Ja. Ja, das ist du hörst es immer nachts. Ja, viele werden sagen, na, Kompressor hört man nicht. Aber das Auto ist so leise, dass du hier eigentlich alles drin hörst. Ja, Tisch. Tisch ist jetzt nicht absenkbar. Aber ehrlich, bei 2,50 Meter Breite, guck mal hier die Durchgangsbreite. Jo. Können wir natürlich auch nachrüsten, wenn hier wirklich jemand sagt, einer soll oben schlafen, einer soll unten schlafen, aber du hast ja ein Hubbett, 4 Sitzplätze. Braucht eigentlich kein Mensch den absenkbaren Tisch dann. Hubbett elektrisch? Das Hubbett schauen wir mal gerade, dann sehen wir das. Das weiß nicht, also hier die Schalter, guck mal. Ich hab's. Elektrisch, ja. Du hast gefunden. Naja, es ist an der gleichen Stelle wie beim Mein Palace. Ich mache nicht ganz runter, nur dass man mal kurz reinguckt. Also großes Hubbett dabei. Das Ganze gibt es bei Wohnwagen Vogt in Saarbrücken. Und wir halten noch mal kurz das Preisschild. Vielleicht zunächst noch mal ganz kurz haben wir die Küche, dass wir die haben. 2 Spülfelder auf linken Seite. Das ist auch ungewöhnlich. Jetzt ja alles rechts. Auch der gleiche Mineralstoff obendrauf von der Platte her. Also schon schön gemacht. Hier ist die Kaffeemaschine. Genau. Und der Kapselhalter war 78 FX, hat der Kapselhalter drin. Die Tür mal zumachen, bitte? Ja. Das wir den auch mal sehen. Da hast du noch mal eine Zwischentür. Und genau, obligatorisch den Ventilator noch an der Decke zur Abluft oder zum Reinsaugen. Und die Klimaanlage. Und hier hast du deinen Halter für die Gläser mit drin. Und das ist dann der Fernseher, der übrigens, der wäre natürlich ein bisschen klein, aber da könnt ihr was machen. Also zusammen in Zusammenarbeit mit dem Schreiner gibt es so Drehfernseher, habe ich gesehen. Da kannst du auch zum Beispiel 40 Zoll kannst du anbringen mittlerweile. So eine Möglichkeit wäre, da verliert man natürlich den Schrank oben drüber. Ansonsten gibt es immer noch die Möglichkeit von Morelo einen Werksumbau zu machen, dass man hier in die Seitenschränke geht für einen extrem großen Fernseher. Aber es kommt immer darauf an, wie jemand die Fernseher nutzt, ob er viel Fernsehen schaut oder ob er tatsächlich heute über so einen kleinen Tablet streamt. Das muss jeder für sich entscheiden. Und wenn es da Sonderwünsche gibt, müssen wir es uns anschauen, wie wir die dann umsetzen können. Aber Lösungen gibt es eigentlich immer für alles. Also, schönes Auto. 2015er sieht man ihn definitiv nicht an. Das ist auch für den Iveco Daily, glaube ich, auch Laufleistung. Was hat der gelaufen? Ich meine 60.000 haben wir gerade. Sollen wir gucken vorne? Ja. Komm mal, wir gehen mal kurz aufs Preisschild. Du fährst es nochmal hoch. Jo. Elektrisches Hubbett hat übrigens den Vorteil, dass man bei leichten Bandscheiben und Rückenleiden nämlich morgens 61.000, genau. Und ansonsten die Ausstattung sind wir schon relativ weit durchgegangen. Luftfederung, Hinterachse. 170 Liter Dieseltank. 170 Liter Diesel ist natürlich sehr interessant. Ja. 120 Liter Gastank. Richtig, da waren wir da fast gut mit 100, ne? Ja, das ist so. Und ja, ganz viele Extras mit drin, Differentialsperre mit drin. Macht mehr Spaß, als es abzulesen, ne? Ja, absolut. So, da steht er jetzt. 216.900 und das Ganze nochmal mit 1 Jahr volle Garantie. Und wie ihr schon gehört habt, der Gelackmeierte ist dann der Meisterbetrieb Wohnwagen Vogt in Saarbrücken, wenn irgendwas dran ist. Ja, wir hoffen es ja nicht. Ne? Die hat ja keiner Lust auf einen Schaden, aber wenn es so ist, dann müssen wir eben auch den Kopf hinhalten. Was, ne? Was könnte mal passieren, dass zum Beispiel irgendein Bauteil mal kaputt geht, eine Heizung oder das ist eher selten? Das ist eher selten. Der schlimmsten Fall ist ein Getriebeschaden zum Beispiel. Das wäre natürlich schon ein bitteres Thema dann, wenn da so 7.000, 8.000 Euro im Raum stehen. Ist aber bei der Wanderautomatik auch selten, also bei der ZF. Hat es da viele Getriebeschäden, oder? Also wir haben im Jahr etwa 3 Stück, wo mal passieren, ja. Im Jahr? Im Jahr, ja. Okay. Vielen Dank fürs Einschalten. Wir sind bei Wohnwagen Vogt Morelo Palace 90 LS mit der Sonderbreite 2,50 Meter, 216.900. Tschüss. Ja, ciao, tschüss.